Hallo Leute von heute, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und das Video Transportführer beginnt gleich. Zuerst noch eine kleine Information. Es ist so, ich habe das vor einer Weile aufgenommen, das Transportführer. Ich habe das als Premiere jemandem gezeigt und von dieser Person habe ich Feedback bekommen. Und dieses Feedback möchte ich dann für das nächste Video nutzen. Also das Feedback war so, ja, ich habe nicht so deutlich geredet. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich möchte einfach im nächsten Video, das ich dann aufnehme, dann deutlicher reden. Ich möchte noch hinzufügen, dass ich ein bisschen Mühe habe mit Multitasking manchmal. Zum Beispiel bei den Aufnahmen, zum Beispiel das Spielen, Transportführer spielen. Und gleichzeitig zu moderieren, damit habe ich manchmal Mühe. Und das kann auch ein Grund sein, dass man mich dann nicht so versteht. Oder dass ich dann wie in meiner eigenen Welt bin und dann, ja, das nicht so, dann versteht man das nicht so gut. So, dann beginnt jetzt das Video. Heute zeige ich euch das Spiel Transport Fever 2. Hallo Leute von heute, ich begrüße euch zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch gerne zeigen das Spiel Transport Fever. Ich habe das zum Geburtstag mir gewünscht und ich habe das bekommen und jetzt spiele ich das und ich habe auch schon mal ein anderes Mal gespielt und ich möchte euch gerne dieses Spiel zeigen und könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ich hier mal so ein Spiel machen soll. Also es ist eine Welt, die ich schon darauf gespielt habe und ich mache jetzt mal, zeige euch mal das Spiel und bin mal gespannt, was eure Kommentare dann sind, was ihr dazu meint. Ich stelle dann die Musik nachher ein bisschen leiser, dass man mich besser hört. Das gut. Zeige ich euch, sobald die Welt gestartet ist, dann was ich dann bis jetzt gemacht habe. Das erste Transportführer mochte ich schon und das zweite Transportführer mag ich auch. So, Musik war da. So, die Musik hört man jetzt. So, ich habe das erste, was ich gemacht habe, ist hier am Bahnhof gebaut. Und hier wird gerade Getreide wartet darauf und fährt mit meinem Zug, Güterzug, hier hin. Hier wird aus dem Getreide Lebensmittel hergestellt. Und aus Lebensmittel verkaufe ich hier. Und hier habe ich auch noch eine Linie, in der Leute mitfahren können. Hier habe ich einen Zug mit Passagierzug und er fährt Pendel zwischen dieser Ortschaft, Jakarta und Tain, Tianin. Und hier habe ich auch am Bus, also Bus. So sieht der Bus aus im Jahre 1965. Also Kutschen heißt es. Ja, und ich habe Asien gewählt. Und mal gucken. Ich bin jetzt bei 165.000. Und das nächste war, glaube ich. Ich wollte mir, glaube ich, einen zweiten Zug kaufen. Oder hier war. Haben wir 30. Und dieser Güterzug hier kann. So. Ja. 42 mitnehmen.
Das bedeutet, ich drücke jetzt mal da auf die Leertaste und dann geht das Spiel weiter. 30. Und ich habe vor, hier einen Zug zu kaufen, dass hier ein Zug ist und da ein Zug und dann können die pendeln gegenseitig. Ja. Also, das heißt, ich warte jetzt einfach mal. Dieser Bauernhof hier ist Produktion 200. Ja. In diesem Spiel geht es darum, um die Wirtschaft voranzutreiben. Und früher habe ich immer mit Öl begonnen, aber da ich im echten Leben nicht so der Fan bin von Öl, habe ich mir gedacht, könnte ich doch am Bauernhof unterstützen. Das ist der Grund, warum ich jetzt das so mache. Das ist der Passagierzug Russian Class T-Typ 1. Das war, glaube ich, den. Typ 1. Das ist der. Der ist der neueste, aber der kostet sehr viel. 689.000. Ist recht teuer. Recht teuer. Hier habe ich Russian Class EV. Das ist der Zug. Und hier und der andere Zug. Ich glaube, der hat auch vielleicht ja, stimmt. Wert 2 Millionen und da geht der Wert immer weiter unten, weil je länger er fährt, desto weniger Wert hat er. Ja, ich habe im Jahr 1850 begonnen und ich spiele da weiter. Also mein nächstes Ziel ist so, warten, warten, warten. Ja, ich muss da ein bisschen warten, bis das Geld reinkommt. Also gesagt, bis der Zug der Bahnhof angekommen ist. 42 und der kann 42 mittragen. Also gerade super. Super das Timing. Das geht gerade auf miteinander. Gut. 70. Ich beschleunige das immer, das mache ich mit der Tabulator-Taste. Dann geht es schneller, bis das Geld reinkommt. Vierhunderttausend habe ich jetzt bekommen durch diesen Zug. Der geht jetzt hier. Und wie viel kostet der denn? Ich müsste noch mal so ein Zug. 3,418 Millionen. So viel Geld bräuchte ich, um noch mal so einen Zug zu kaufen. Aber wenn ich das gemacht habe, dann bekomme ich doppelt so viel Geld wieder. Also Win-Win-Situation. Aber zuerst muss ich das Geld haben. Und dann durch den Bauernhof. Ja, die Sachen wegnehmen können. Das abtragen können. Ich bräuchte ja nur schon mal 689.000, um nur schon mal die Lokomotive zu kaufen. Und dann noch der offene Güterwagen. 203.000. Ja, das ist nicht billig, das ist teuer. Hier warten heute 28 Leute und in dieser Kutsche können nur drei Leute mitfahren. Hier in der Linie sehe ich, wie viel mir die Gewinn macht. Hier haben wir 2.000
$2.249. Und die andere Linie 33.813. Also mit dieser Linie hier da drüben mache ich mehr Gewinn wie mit der Linie. Aber es ist auch verständlich, weil hier ist die Linie, glaube ich, länger. Hier warten viel mehr Leute. 33 Leute. Ich habe mal überlegt, ob ich eine Tramstation machen könnte. Boah, warum nicht? Dann hier für Straße kann ich hier upgraden und dann hier auf Tram. Ja, vierspurige würde ich am liebsten. Gut. Ja, würde ich gerne machen, aber ich habe da kein Geld gerade. Doch jetzt habe ich wieder Kohle. 391.000 habe ich von dir bekommen. Entschuldigung. Es. Ich möchte jetzt da. Hey, wie kann ich da upgraden? Aufrüsten. Ah! Ah, die haben das geändert. Da müsste ich Häuser abreißen. Wo fährt diese Linie durch? Da. Ja. Ist recht teuer. Ja. Richtig, das Hauptquartier, da sind immer an einem Ort eine Wahl. Okay. Oder ich mach gar nicht. Oh, nice! Das ist Transport TV 2. Das ist echt cool. Da können sogar Häuser verschoben werden. Das ist mega nice. Also da zumindest. Aber hier geht es leider nicht. 2 Millionen. Das ist teuer. Das ist teuer. Ja, es geht. Transport Fever 2, die Musik mag ich, aber das lebt nicht so. Wegen dem. Diesem Haus. Gefällt mir nicht. Ich mache jetzt einfach mal überall Tramgleise. Wo schon wieder hin? Doch. Ah, stimmt. Doch. Zum Kern. So. Jetzt soll's klappen. Ah, da muss ich noch. Ich weiß warum. Weil ich hier ein Depot kaufen muss für Tram.
Das verstehe ich nicht. Das Haus da weg. Puh, keine. Die Hauptsache ist, dass ich hier ein Depot kaufen kann. So, Straße. Zack. Wie teuer sind denn diese Trams hier? 45.000! Upsala! Aber dafür können 7 Leute mitfahren. Und hier nur 3, also das lohnt sich. Ah, nice! Haben das auch geändert? Nice. Ja. Ich mach das, sobald ich das kann. Ich ja Geld habe. Da kommt der Zug ja an. Nice. Dieses Video möchte ich so. 451.000, nice. Das Video möchte ich vielleicht etwa 20 Minuten. Sollte eine Länge von 20 Minuten etwa haben. So in etwa. Ja, das ist jetzt die Frage. Was sollte ich jetzt machen? Sollte ich jetzt einen neuen Zug kaufen oder einen Tram? Nee. Getreide kann auch warten. Ich möchte jetzt einen Tram haben. So. Ja. Ich möchte es nicht übertreiben. Ja, ein Bus 1, Tram 1 muss es sein heißen. So. Das heißt, 3 Busse verkauf ich. Zeuge verwalten. Straßenfahrzeug 1 und 4 und jetzt 2 und 3. 1. Das heißt, wenn die leer sind, dann verkaufe ich sie. Wurde das jetzt einfach sofort verkauft? Müssen die nicht mehr in das Depot fahren? Okay, das ist neu. Das stand ich noch. Ja, ich bin einer, der gerne ich möchte die Leute aus. Aus dem Bus rausschmeißen. Auch wenn es nur Daten sind. Trotzdem. Ja. Auf dem linken Bildschirm sehe ich Transport und auf dem rechten Bildschirm sehe ich OBS. Dann sehe ich, wie lange ich schon aufgenommen habe. Ich weiß. Jetzt habe ich nur noch 2.
noch etwa 5 Minuten. Kannst du auch beschleunigen. Hält er nicht an. Ja. Ah, hat niemand angehalten. Hat niemand reingehen. Ah, muss leider auf deine Führung. Schön, lieber Fahrgast. Zum Glück ist es nur ein Spiel. So. Ja. Habe ich denn noch? Ich habe noch 4. Das heißt, ich möchte noch 4 auf. Ja, muss ich warten. Ach, 180.000 bräuchte ich, um die zu kaufen. Ah, wobei, ich glaube, 2 Züge werden. Ich glaube, deswegen werden dann einfach. Würden müssen sie hier doch warten. So. Also 200 Produktion, 200 pro Jahr. Wie ich das verstanden habe. Glaube ich jetzt mal. Nice. Jetzt kaufe ich wieder 4. Heißt, ich kann die anderen verkaufen. Das heißt, ich verkaufe die anderen. Also, dass ich das hier kostet. Oder wie sagt man denn? Ja, postet. Ich weiß nicht, wie das heißt. Einfach, man kann es anklicken und dann kommen sie nicht weg, wenn ich da deutlich erklären. Wenn ich das nicht mache, dann gehe ich zu einem anderen und dann ändert sich das. Und wenn ich das so mache, dann kommt ein neues Fenster. Ich hoffe, ihr versteht. So. Das heißt, diese Fahrzeuge verkaufe ich jetzt. Ah, das ist eine Privatperson. Ich habe schon gefragt, was das eine von mir ist. Drei, zwei, drei. Ja, das Video ist an. Ich hab gesagt, 20 Minuten. Das Video ist dann schon 20 Minuten. Hat jetzt dann schon eine Länge von 20 Minuten. Ich hoffe, man versteht mich gut.
Wir laufen aber schnell. Also, das dauert noch eine Weile. Der fällt da. Der hatte noch eine besondere. Ja, wo ist denn der unterwegs? Ah, okay. Person steigt jetzt dann wahrscheinlich aus. Ah, ich glaube, ich weiß, was ein Fehler ist. Hä? Ah, das ist hier eine Schlaufe. Schau ich die Sache noch mal an. Das ist komisch. Aha, jetzt komme ich raus. Ja, okay. Ich glaube, da muss ich wahrscheinlich noch mal hoffen. Weil es sind zu viele Leute, die hier mitfahren möchten. Oder? Ja. Ja. Das reicht. Was? Auch wieder so etwas Komisches. Ich hoffe, diese Person geht jetzt raus, dann kann ich das wieder brennen. Nice. Nice. Ah, durch das Verkaufen komme ich auch. So. Mal Musik halten. So. Ja. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie euch das Video gefallen hat. Ihr könnt mir gerne ein Like geben, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehe ich auch, ja, ihr habt Interesse daran, dann nehme ich wieder mal eine Folge auf. Und sonst, wenn kein Kommentar ist oder keine Bewertung, dann sehe ich das an. Ja, das interessiert euch nicht. Ja, ciao Leute von heute!